Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Interviewfolge. Ja. Herzlich willkommen, Igor. Georg. Lange Danke. Nicht gesehen. Nein, wir haben uns in Bonn natürlich. Wir sehen uns immer. Wir sehen uns immer, egal was in Bonn läuft. In Dottendorf überwiegend, ne? Oder? In Dottendorf sehen wir uns immer. Köln. Wir haben uns auf dem Stadtgartenkonzert gesehen, als ihr gespielt habt. Nee, du hast mit dem Jasmo da gespielt, ne? Ja, genau. Ja, genau, mit dem Jasmo. Aber der geneigte Zuschauer hat den Igor mit seiner Band natürlich gesehen. Wir haben eben überlegt, wie lange ist es her, dass ihr bei uns. Also ich meine 2017. 2017, ich meinte 18. Jetzt haben wir nicht mehr nachgeguckt, wie immer. Also 7 oder 6 Jahre her. Und ihr wart, glaube ich, der zweite Jam bei uns im alten Studio noch. Ja. In der Elserstraße wart ihr der zweite Jam, als wir mit unseren Jam in the Basement Sessions angefangen haben. Und ja, mit eurem Trio, das war schon grandios. Und wenn ihr aufgepasst habt, habt ihr gehört, dass dein Titel jetzt die Anfangsmusik hier war. Also ihr habt heute nicht wie üblich 1, 2, 3, 4, 5, 6 wie Reli Lagren gehört, sondern sein Titel, der sich dann irgendwie etabliert hatte nach dieser Session, die ihr bei uns gespielt habt, als, wie sagt man, Erkennungsmelodie, ja. Titelmelodie für unsere Jams. Und es war auch ein tierischer Titel. Das war auch einmalig, also bei euch. Ich blicke mit so einer Freude also zurück, ne, dass irgendwie so entspannt war ich noch nirgendwo. Ne? Obwohl das irgendwie 2 Kameras und eigentlich von der Natur her ist man so dann aufgeregt. Ne? Also eine rote Lampe leuchtet ne? sofort. Ne? Aber das war irgendwie erstaunlich. Ich war total locker. Und das lief auch, anspruchsvolle Sachen, lief irgendwie total flott. Ich erinnere mich noch, dass das Studio war ja, wir sitzen ja jetzt hier in unserem neuen Studio, wo wir auch die aktuellen Jams machen, wo wir ja natürlich irgendwie mehr Platz haben. Und das war ja noch so, ihr habt da gestanden mit eurem Trio und dann war so 1 Meter und dann standen wir so, genau. Hier Kamera und da hinten waren die ganzen Cases und Zuschauer war kein Platz mehr. Und ich glaube, ich weiß nicht, was bei euch war, aber da saß noch einer auf der Treppe und hat ein bisschen zugehört, ne, der Mitmieter im Studio. Ja. Das war schon eng und man hat wirklich so direkt in die Kamera reingespielt. Ne? Aber die rote Wand war dahinter, diese berühmte rote Wand, wo man alle Künstler gesehen hat. Michael Landon, Berelli, ne? Lagren und alle. Alle waren da. Und dann auf einmal da stehst du da und sagst, hey, cool. Genau, aber das hat auch ein bisschen lang gedauert, euch zu erreichen damals. Ich habe, glaube ich, mehrmals. Heute hast du einen Shortcut. Naja, aber hat doch geklappt, war wunderbar, wirklich. Dankeschön. An dieser Stelle wirklich. Aber was ich besonders gut fand, als du jetzt mit deiner aktuellen Platte dann kamst, die jetzt wann rausgekommen ist, hilf mir nochmal. Das kam 23 am 5. August unter Time Zone Records. Genau, sprechen wir gleich noch ein bisschen drüber. Okay. Aber was ich echt cool fand, dann höre ich mir die Platte an, als du mir die geschickt hast. Ich glaube, du hast mir sogar vorher noch irgendwie einen Mix geschickt, bevor es dann irgendwie in die Pressung ging, oder wie sagt man. Und dann ist es der letzte Titel auf der Platte? Ja, ne? Nee, auf jeden Fall ein Titel. Ich denke, Mensch, das ist doch die Titelmusik von unserem Jam, ne? Genau, das ist die Nummer. Und dann ist also wirklich dieser 5. Titel dann, das war mir damals gar nicht so klar, dass das ein Titel war, den du jetzt in der Form gar nicht noch quasi brandneu, was ja aber noch neu war zu der Zeit oder auf jeden Fall noch nicht rausgebracht. Ja, genau, das war neu, weil die Idee, also die Platte aufzunehmen, hat auch ziemlich lange gedauert. Wir haben viel gespielt. Dann ist der Bernhard von uns gegangen, ne? Also, richtig, ja. Genau, in der Zeit war ziemlich viel los und dann aber fragten die Menschen, Herr Lazarev, haben Sie doch irgendwie auf der CD was, was Sie so da spielen? Und ich hatte noch die erste Platte, eben die schwarze. Und sage ich, ja, nein, noch nicht, aber wir sind dabei, ne, wie immer. Und das hat lange gedauert, das musste bis 2019 oder beziehungsweise 20, da kam der Covid, ne, und dann quasi Vollbremsung. So, ne, und bis man dann, ja, okay, was machen wir denn jetzt? Ne? Und dann wurde die Idee dann, das alles aufzunehmen, damit man endlich mal was den Menschen auf die Hand gibt. Aber die Titel waren wirklich alle, sind die in der Zeit entstanden oder ist das jetzt auch so eine Sammlung von alten und neuen Sachen aus der Covid-Zeit? Also guck mal, die schwarze Platte haben wir quasi bei euch gar nicht gespielt. Nee. Da war gar nichts von der Platte? Gar nicht, von der alten Platte war gar nicht, das waren die Songs schon von der. Wir haben die gerade so 16, 17, 18, dann, also die restlichen dann entstanden.
So, und die waren dann schon zu der Zeit aktuell quasi, ne? Und das hat noch so lange gedauert, bis das eben dann auf die Platte kam. Genau. Aber deine Idee, und ich erinnere mich, als du, haben wir wahrscheinlich schon zu der Zeit darüber gesprochen, dass du eine neue Platte vorhast, dass du gesagt hast, du hast da aber auch irgendwie was anderes im Kopf als diese sehr, das war ja schon so Trio, Fusion, die erste Platte. Ne? Das war die gitarristische Platte. Ja, das, die ging dann durch die Gitarristenzeitung rauf und runter. Aber ich meine mich zu erinnern, dass du gesagt hast, nee, ich will da jetzt bei der zweiten Klasse das ein bisschen songorientierter, ein bisschen vielleicht auch poppiger, also jetzt nicht so... Ich, so hab ich gesagt? Ja, ich meine mich zu erinnern, dass du gesagt hast, nee, da kommen dann auch vielleicht Bläser und Dings und da so, okay, dass das ein bisschen anderen Style bekommt. Ja, das könnte sein, aber bei dieser Aufnahme, ja, ich habe dann irgendwie angefangen, da halt rumzubasteln, erstmal dann mit den Basic Tracks, ne? Dachte, mir fehlt irgendwas. Ne? Dann habe ich ja, weißt du, wenn man so, ich weiß nicht, also wenn man so ein, ja, so ein Bild malt, dann kannst du, man kann zwar schwarz-weiß mit dem Stift, ne, so, oder du machst hier so Farbeimer rein. Ne? Und das wollte ich eben. Ne? Also das dachte ich, also quasi die Songs haben mir das vorgeschrieben. Ich hatte die Idee und dachte, so, jetzt ist besser. Und da hatte ich meinen Frieden auch darüber. Und dann ist das auch so ein, das haben wir jetzt schon öfter gehört, so ein Effekt gewesen, dass man einfach auch viel Zeit hatte zu der Zeit, jetzt so während Corona, wo man nicht so viel gespielt hat, wo man einfach dann sagt, so komm, dann habe ich jetzt die Zeit, auch das noch mehr auszuarbeiten und noch irgendwie, also, sag ich mal... Nein, also nee. Zu Corona-Zeiten hatte ich nicht weniger zu tun. Wir haben immer nur gespielt, zwar natürlich mit Abstand, ne, und sehr gute Gigs. Und ich hatte immer noch Mucken zwischendurch, auch mit Abstand. Im Sommer im Garten, klar, Menschen wollen ja feiern. Und also für mich, glaube ich, entscheidender war erstmal, dass ich das endlich mal auf der Platte haben muss. Mhm. Und zweitens natürlich gab es diese großartige Unterstützung. Ach so, richtig. Ja. Also das war wirklich für viele, dann haben viele damals in der Zeit Platten gemacht. Ne? Was macht man denn jetzt? Ja, ja gut, dann also, suchst du das und sagst dann, genau, jetzt packe ich zusammen. Und natürlich parallel lief die Konzerte, Muckenanfragen, Unterricht hat ja keiner abgeschafft. Ne? Also, von irgendwann muss man leben. Ne? Und das hat lief alles weiter. Aber hast du auch sowas gemacht, wie so, hat man viel gehört, dann so auf Videounterricht umgestiegen oder bist du bei deinem Konzept also, geblieben? Doch, dass man also wirklich so wie, sowohl als auch, ne? Ja. Sagt man auf Deutsch. Ne? So, weil es, genau. Lass mich korrigieren. Niemals. Aber komm, bevor jetzt irgendwie unser Freund Uwe Reit wieder anruft und sagt, 35 Minuten ohne Musik. lass uns mal, haben wir gesagt, wir fangen, fangen wir mal mit dem ersten Titel an, oder was? Wo wir also wir können mit dem ersten Titel anfangen und mal reinhören. Das ist der Happy Over, oder? Wir können sofort mit dem Welcome to the Gig. Als Vergleich, oder? Also ihr habt ja jetzt den Anfang gehört, vielleicht habt ihr das noch ein bisschen im Kopf, aber ihr guckt ja alle unsere Jams, also habt ihr das sowieso alle im abgespeichert. Kopf, ja, genau. Abgespeichert. Und Welcome to the Gig, ganz kurz in einem Satz die Geschichte dazu, Welcome to the Gig, gibt es da eine... Ich wollte unbedingt einen Opener haben. Also wir hatten immer so, von der alte Platte hatten wir immer gehabt, Memories of St. Petersburg. Das ist eine schöne, so eine Fusion-Nummer, aber ich wollte was Flottes und das daher so dachte ich, und dann habe ich, wie immer, weißt du, das entsteht ja bei dem Rumjammen, du siehst irgendwie, hast eine Idee, was mache ich denn jetzt? Und das ist da so entstanden. So. Aber dann ist es ja auch, dann haben wir es ja auch wirklich gut ausgesucht als Anfangsmusik für unsere, ja, ist ja auch, unsere Jams, dann passt es ja wie die Faust aufs Auge. Also, Welcome to the Gig in der Albumversion. Albumversion, genau. We'll be right back.
Ich sage schon, dass ich in Petersburg, das war für mich wie L.A. quasi für jemand anderen. Ich bin dahin extra ausgewandert für 2 Jahre, um das Glück zu suchen, so als Rockstar. So. Echt? Mit einer Gitarre und einer Tasche. Und habe dann bei einem Sänger gewonnen. Also diese Story muss ich euch erzählen. Aber ich habe dann bei dem Sänger gewohnt, ne? In 2-Zimmer-Wohnung. Ich habe mit ihm zusammen geschlafen auf einem Bett und seine Ehefrau bei den Eltern im Wohnzimmer. Dann irgendwann wollte er nicht, dass er mit mir pennt. Und sagt, Igor, du musst ja bei den Eltern schlafen. Oh, das war so echt, also... Also St. Petersburg ist echt, ist das so wirklich nein. So eine Musikstadt dann, da, wo alle sagen, gehst du zur Musik machen hin? Also eigentlich ist es Moskau, weil in Moskau ist ja viel mehr Geld. Aber St. Petersburg, das ist etwas näher an Westen, Finnland, ne, und so Skandinavien. Und die Stadt, oder der Stadt, sagt man, ne, hat ganz anderen Luft. Also die Stadt, ne? Ja. Danke. Also hat ganz anderen Luft und die Szene, die Underground-Szene war großartig. Das ist einfach einmalig. Also... Das gab zum Beispiel, es gibt ja diese schönen Fassaden, ne, von St. Petersburg, alles schön. Aber dahinter stehen so kaputte Häuser. Ne, und in diesen, so Filmkulissen-mäßig. Ja, doch. Echt? Ist ja wirklich. Also, damals war das noch extremer. Ne, und da war zum Beispiel Häuser, so 6 Stöcke, da wohnt keiner. Wohnungen sind frei. Und da könnte man da wirklich, das war ein Proberaum nach dem anderen. Unfassbar. Da sind ja so Punker, so, oh, na, so gehen da irgendwelche. Heavy Metal, so spielen dann Slayer nach. Ne? Und dann irgendwelche Rockabilly-Typen, so weißt du, so mit diesen Frisuren, mit so einen Schuhen. Ne? Total bunt. Ne? Und also, so alle am Kiel. Das habe ich nicht gemacht. Was habe ich gemacht? Ich habe gesoffen. Ich hatte immer so einen Abstand von dem Gras. Und sage ich, kaufe mir eine Flasche. Was hast du für eine Musik gemacht? Da? Wir haben dann gemacht, das waren total, also, leider. Gibt es keine Aufnahme aus der Zeit. Die Band hieß Eulenspiegel. Echt? Wir waren auf Russisch? Ja, Eulenspiegel heißt das. Wir waren dann unter Vertrag, wir haben dann auch ein Demo aufgenommen und haben zu so einer Organisation quasi also gebracht oder geschickt. Und die haben uns tatsächlich eingestellt. Die fanden das gut. Und das war so eine Mischung. Wir standen auf Led Zeppelin, King Crimson. So eine totale, natürlich klar, so diese Hardrock-Schiene, ne? Aber das war, also wie du schon sagtest, eben kein Takt war gerade. Ne? 5/4, 6/7, ne? 4/4 war peinlich. 17/8. Ne? Genau. Und das war so eine Mischung. Und wir hatten so eine so Kostüme, der Sänger war wie so ein Rollenspiegel verkleidet mit diesem Anzug. Ich hatte so eine Kutter, wie so ein Mönch mit Kapuze. Und weißer Strat hatte ich damals aus DDR, der hieß Lidstar, so richtig weiß, so mega. Und der Bassist war wie so ein Minnesänger verkleidet, Schlagzeuger auch so, alles mittelalterlich. Ne? Das hat voll Bock gemacht. Eigene Texte und unfassbar. Wie lange warst du dann da? Also insgesamt 2 Jahre. Ne? 2 Jahre war ich da, bis dieser Putsch da aufgetreten ist. Dann so kam die Panzer auf einmal und war ich so, ja, tatsächlich mit auf dem Palastplatz. Wir wollten nicht, dass die Kommunisten wieder die Macht übernehmen. Wir haben dann protestiert. Echt? Das war interessant, das war halt spannend. Und irgendwie ist das, ist dann wieder, gab es dann halt weniger Gigs und musste ich wieder dann... Aber dann hast du gelebt von den Gigs und... Das ist ein anderes Thema. So viel... Irgendwo muss ja der Sprit bezahlt werden. Ja, genau. So viel gab es da nicht. Also, das war halt nicht so ganz lukrativ. Ich musste wieder. Das war der Grund, warum du dann auch gegangen bist? Oder ja, ich musste dann tatsächlich wieder Hochzeitenmucke spielen, was ich irgendwie nicht so mochte, ehrlich gesagt. Ich war ja nicht so richtig gemeldet in der Stadt. Ich hatte keine Aufenthalte. Ach so. In der Sowjetunion oder damals noch musste man sich anmelden, genau. Und dann musste ich wieder zurück, abgemacht, wie ich wieder. Schon wieder? Nee, das war wieder davor. In meine Heimatstadt und. Da habe ich angefangen, bei der Philharmonie zu spielen, als in so einer Künstlerbegleitung-Band. Wir haben dann gespielt in bestimmten, ja, in den Fabriken für die Arbeiter im Knast habe ich gespielt.
Das war auch interessant. Im Knast haben wir gespielt und dann auf einmal höre ich aus dem Publikum, Igor! Und dann gucke ich, unser alter Schlagzeuger war da. Genau, das war, genau. Und dann, das war echt, sag ich, halt, was machst du denn hier? Ja, 2 Jahre habe ich irgendwie ein paar Autos geklaut. Ne? Damals wollten alle ein bisschen Geld verdienen, haben ein bisschen geklaut. Ne? Das war total witzig. Igor, also, und wir so. Das ist aber echt, also ich glaube, wir müssen echt, wir schreiben das jetzt mit und dann ist das Drehbuch für den Film ist fertig. Ich glaub, mit der Philharmonie waren wir auch 2 Mal auf der Krim. Auch ich habe die Insel so 2 Mal bereist mit den Kumpels. Also es war ziemlich bunt danach. Und eben, da gab es auch wenig Geld und dann mussten wir doch nach Warschau Straßenmusik machen. So, ja, Mist. Und dann habe ich dann alle getroffen, alle meine Studienkollegen standen da, Flötisten, alle auf der Straße. Klarinettisten haben alle Gitarre gespielt und haben russische Volkskreise gesungen. Das ist ja auch krass dann, oder? Wirklich so, ey, komm, ach du auch da. Kaum. Das ist dann aber wie viele Jahre her? Das war 92. 92, genau. Also bist du kurz danach, bist du dann genau, von September bis Dezember. Ja, September bis Dezember war ich da, habe ich dann eben Geld verdient. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich dann so mich getraut habe, einfach zu singen auf der Straße. Das ist mal ein Schritt gewesen für mich. Ich habe ja nur geduldet. Ne? Also, habe ich versucht, habe nicht so viel gebracht. Also, Instrumentalmusik. Aber die Inspiration aus der Zeit, was hast du gesagt? Eben, du hast ja den einen Titel, Memories of St. Petersburg. Genau. Oder was? Ja, der genau. Ist aber dann hier entstanden oder ist er schon da entstanden? Nee, ist schon, ist ja hier. Ja, hier schon. Ich hatte schon hier Familie. Der ist aber nicht auf der Platte, sondern der ist. Auf der Schwarze, auf der Shine Your Light. Genau. Aber auf der Platte sind da auch noch, ist da auch noch was drauf, wo du sagst, das ist irgendwie auch noch so eine Inspiration, ja, genau, aus und meinem Leben. Ja, ja, das ist, also ich meine, das. Die beiden CDs, die sind ja beide so, man wird irgendwie verarbeitet, ne, so was so halt alles passiert. Aber hier ist zum Beispiel ein Song, heißt Song for L. Und der Alex, der ist, wir haben zusammen angefangen zu studieren. Ne? Er war Klarinettist, ich habe damals als Fagottist angefangen. Mit dem Fagott. Es gab keine Gitarre. Du musstest. Also bevor du Gitarre gespielt hast, hast du. Nee, ich habe schon Gitarre immer gespielt, schon halt in der Schule halt. Ne? Ist mal so autodidaktisch, so hier Bands. Ne? Mhm. Und dann nach der Schule dachte ich, ich hatte gar keine andere Idee im Kopf. Alle irgendwie wollten so Automechaniker oder keiner Medizin studieren oder sonst noch was. Ne? Ich hatte nur Mucke im Kopf. Ne? Dachte ich, ich will hier Rock'n'Roll spielen. Ne? Deep Purple. So, das war dann. Oder ja, Yngwie Malmsteen war dann damals. Oh Gott, ja. Quasi bei uns hieß das. Hör schneller weiter. Ja, das hieß dann Malmsteinismus. Nach dem Kommunismus kam. Malmsteinismus, genau, das war ich. Wahnsinn. Ja, und dann wollte ich Gitarre studieren oder sowas in der Art. Und dann haben die gesagt: Nee, wir haben hier Balalaika. Ich? Nein. Fagotte. Okay. Was ist das? Naja, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ein Jahr habe ich das dann studiert. Erstmal. Also, und eben der Alex hat schon damals in der Stadt gespielt. Also, in der Stadt gab es so eine Tanzveranda. Und da kam jeden Abend die ganze Stadt zum Abzutanzen. Ne? Ach so. Und die haben damals also Gitarristen gesucht und hat irgendwie herausgefunden, ich kann Gitarre spielen, wurde zu einer Probe eingeladen. Ne? Und anscheinend habe ich alles richtig gemacht, haben die mich mitgenommen. Und auf einmal stand ich da, auf dieser, weißt du, auf dieser Veranda, wo ich früher immer geträumt habe, ach, wenn ich nur mit denen spielen konnte. Ne? Siehst du, die Gedanken sind frei, die sind, können halt also Wirklichkeit werden. Ne? Und mit diesem Alex haben wir dann gespielt und dann, ich wurde nach einem Jahr zum Militär einberufen. Ne? Er dann auch, dann kam ich wieder und so hat man sich quasi dann aus dem Weg. Dann, nach 25 Jahren übers Internet, über Facebook, hat er mich rausgefunden. Alter, ne? Und dann geht das, alte Geschichten, weißt du noch? Du standst auf der Bühne völlig alkoholisiert, sag mal so. Und die ganze Story. Und eben, das hat dazu geführt, eben diese Song for L,
zu machen. Und wenn du das Intro hörst, da weißt du schon, wie in diesem Park die Menschen gehen, so, ne? Ladies völlig, was die 80er Jahre aufgemotzt. Ne? Also, und da stehen die da alle und tanzen. Also, diese also wenn wir jetzt reinhören, dann müssen wir uns was vorstellen, 80er Jahre. Genau, Tanz, so 84, 84, 85, so geht's ab. Ne? So ein bisschen so Latin Rock, Santana-mäßiges. Okay. Also, Song for L. Genau. Ne? Da gehen die alle hin. So. Ah, jetzt tanzen! Ja, die Ladies. Ziehen so die Männer auf die Bühne. Komm her! Das war halt so im Freien, weißt du, im Freien. Ne? Das ist, und jetzt kommt die Modulation hoch, hör mal, ein Ton. Die Pose, Gitarren so. Aber jetzt wissen wir natürlich, wo wir da rausgehen von der Tanzkapelle zu den Bläsern. Da ist ja jetzt kein Fagott drauf. Und nee. Wie genau. Kam es denn dann von dem Fagott zur Posaune? Posaune? Das kam ja, ich kam, ja, 2 Jahre habe ich gedient in Vladivostok, genau, Pazifikflotte, genau, und dann kam ich wieder zurück, gab es keinen, also ich habe da natürlich im Orchester gespielt und da haben die mich gefragt, ob ich Bassschlüssel lesen kann, sag ich, ja, vom Fagott kann ich dann, da haben die mir erstmal eine Tuba gegeben, völlig bescheuert, ne? Ich wusste nicht, wie man da so hält, ne? So, habe ich mal so ein bisschen improvisiert, ne? Dann haben die gecheckt, ja, der irgendwie spielt nicht so richtig nach den Noten, ne? Irgendwie hat keiner erklärt, wie das funktioniert. Dann mit einem überzeugenden Argument wurde mir eine Posaune gegeben und haben gesagt, hier ist ein B-Flat und da ist A, G bis zum E geht das dann runter, chromatisch halt, ne? Fertig, das war genug. Und dann habe ich dann die. Und dann hast du Posaune gespielt. Habe ich dann selber mir das beigebracht. Und dann kam ich wieder zurück und Fagottlehrer gab es nicht mehr. Und der Posaunenlehrer hat es angeguckt und meinte, ja, aus dir kann man was machen. Und dann habe ich dann richtig fleißig zu Ende studiert. Richtig Posaune studiert? Genau. Also, und dann warst du fertig und warst Posaunist und dann hast du gesagt, so, jetzt geht es mit der Gitarre weiter. Na, oder? Ja, doch, die Gitarre habe ich schon immer weiter gespielt. Also, aber ich habe dann noch 2 Jahre in der Big Band gespielt, im Zirkus. Also, du lügst immer nach. Wir müssen das verfilmen. Wir müssen den Ralf fragen, der hat ja Connections irgendwie zum Fernsehen und das zu war ja, Leuten. Wir müssen da einen Film draus machen, glaube ich. Das war eine feste Band, und
ja, so ein, ja, hier ist ein Zirkusgebäude, so stationär. Ne? Das heißt, es kam immer so, keine Ahnung, alle 4 Wochen neues Programm, wir müssen dann üben. Und das war auch sehr cool. Das war übrigens meine erste Berührung mit der Jazzmusik. Dann, guck mal, damals in der Sowjetunion. Big Band dann, ne? Ja, genau. In der Sowjetunion war das, ich meine, für mich, meine Musik war damals also die Beatles. Ne? Beatles, Creedence, ne? So, dann kam natürlich Deep Purple, Led Zeppelin, das war Pink Floyd, Euroheap und also diese ganz großen. Ne? Aber war das nicht so, das ist immer das, was wir so, wir waren ja auch noch irgendwie Kinder oder Jugendliche, irgendwie aus DDR-Zeiten immer sogar, dass diese Musik dann auch da so verpönt war? Dass man da bloß nicht sagen durfte, irgendwie vielleicht, dass du da irgendwie das spielen wolltest oder gut fandst. Und dann vom Staat wurde es natürlich nicht begrüßt, aber zu Hause hat das jeder gehört. Ja, es gab immer so, bei uns in der Stadt gab es immer Sonntag so eine Art Flohmarkt, jeden Sonntag. Und dann natürlich, da könnte man Hunde kaufen, so Vögelchen. Ne? Und dann da irgendwo auf der Ecke stand so ein paar Typen mit so Mäntelchen, so zack, Led Zeppelin. Ja, so eine, so, ja, ja. Ja, so eine Schallplatte, können Sie so kaufen, heimlich. Ne? Und so ist dann man an die Aufnahmen gekommen. Ich hatte immer auf Tonbändern dann die Sachen gehört. Ne? So Rainbow, oh, herrlich. 75, oh, diese Album, Hammer. Der Ton von dem Blackmore ist unfassbar. Naja, also jedenfalls so war das. Und dann in der Big Band auf einmal, der Saxophonist meinte, er war irgendwie im Brand gewohnt, nicht so weit weg von mir, meinte, komm, wir gehen zu mir mal. Wir hören mal ein bisschen Jazz. So, als erste Schnaps auf den Tisch. Ne? So, Igor, das ist deine Ross. Hör mal auf die Posaune. Da spielt er Irby Green. Oh, okay. Nächste Platte. Chicago. Na, nächste. Plastischen Tears. Zum Schluss war ich schon richtig wackelig nach Hause gehen. Und so war das so, das war natürlich faszinierend. Ne? Also Jazz war halt für mich immer so was Ehrfürchtiges, so schwer. Ja, aber das waren ja dann schon so die, wie man damals so, diese Jazzrocker, ne? Also diese, wo man sagte, das sind so auch die, gerade so Chicago oder Blood Sweat and Tears, wo man sagt, das ist ja schon so, klar, zu den ganzen klassischen Jazzrock irgendwie, Bands irgendwie auch, wurde ja auch immer so dazu gezählt in diesem Genre. Ne? Und ich hatte wirklich Glück, mein Lehrer, der war wirklich so hatte eine der besten Plattensammlung in der Stadt. Und der hat immer, glaube ich, so irgendwie einen Freitag im Monat so eine Art Workshop gemacht. Er hat uns immer amerikanische Militärmusik vorgespielt. Wo halt ja, so Swing läuft, ne? Wo so richtig eben so frei. Ne? So, oder halt Miles Davis Platten oder eben Chicago, Blood Sweat and Tears und so die Bands. Ne? Und wir waren so, wow, was ist das? Ne? Das war alles ganz neu. Wir kannten, also ich kannte sowas nicht. Ne? Also, deswegen hatte ich total so also Respekt vor Jazz. Ich dachte, ja, so Jazz, hoffe ich, dass jemand spielen kann. Wie geht denn das? Keine Ahnung. Ne? Also wir hatten keine Schule, nichts. Nur durchs irgendwie halt Hören, aber versteht man da auch nicht so. Aber war die Posaune dann quasi nur jetzt so dieser Weg, das dahin, dahin und dann ab diesem Moment, sagen wir mal so, oder dieser Zeit, ist die Posaune dann wieder so in den Hintergrund gewandert? Ja, klar. Oder hat sie dich dann noch begleitet? Ich hatte halt eben das Diplom, 2 Jahre noch in der Big Band gespielt, ich muss das machen. Und dann sofort nach St. Petersburg, ne? Also, weil ich wollte da meine Gitarre und halt meine Fender aus DDR und dahin, ne? Da halt Rock'n'Roll. Also ich war super motiviert. Ne? Ich musste es versuchen, sonst wäre es viel zu schade. Hätte Fahrradkette, sagen wir mal. Ja, genau. Gut. So war das. Ne? Am Ende bist du dann in Bonn gelandet. In Bonn, genau. Das war ja nicht so lange dann danach, ne? Wenn du sagst, nee. Du bist dann in St. Petersburg und dann kurz danach, ein Jahr, zwei, bist du ja dann getürmt. Dann bin ich in Deutschland angekommen. Das war spannend. Aber jetzt auf dieser Platte. Mhm. Jetzt haben wir eben schon gehört, unsere Erkennungsmelodie, ne? Haben wir darüber gesprochen, Song for L. Und so eine Geschichte jetzt aus der näheren Zeit? Ah, zum Beispiel, ja, so Grenzenlos, da spielt, ich meine, soll ich jetzt alle Musiker
Nee, wir haben noch, stimmt, wir haben noch gar nicht über die Leute gesprochen, die, also, das müssen wir noch sagen. Deshalb die Frage nach der Posaune, weil du ja dann auch, hast du jetzt auch selber gespielt oder auf der Platte Nein, die Bläser oder hast du jetzt nur die Arrangements dann gemacht? Ich hatte die, ja genau, Arrangements, die da Idee ich gehabt und der, ich natürlich, die Jungs haben mich super unterstützt bei der Setzung und so, ne? Der, da kann ich nicht so, oh Gott, jetzt fängt ja auch noch an irgendwie. Dein Teil, genau. Nee, das war sehr cool. Hat ein bisschen länger gedauert, weil alle sind busy, auch in Covid-Zeit. Ne? Argumente? Ja, nee, das war halt wirklich alles ein bisschen gewesen damals. Und hat ein bisschen länger gedauert alles, aber ich bin wirklich sehr froh, dass die mich dann auch unterstützt haben und die Sachen dann so richtig gesetzt, wie die so sind. Ne? Genau. Und dann aber die Bläser, war schon gesagt, irgendwie. Hatte Jan Tay Saxophon gespielt und Antoine Collin, alle Trompeten. Alle Bläser auf dem, genau, auf dem genau, Album. Das sind, ja, genau. Ja. Aber das sind natürlich nicht alle Bläser. Ich muss ja erwähnen, zum Beispiel Oleg Jakuschow hat Saxophon-Solo gespielt auf zwei Titel, Welcome to the Gig und Happy Groove, Waldemar Letschkowski auf It's Not Over, auf diese Ballade, was ich meiner Mama gewidmet habe. Und ich meine, das sind insgesamt 14 Mann. Soll ich dir jetzt alle sagen? Oder wie ja, bitte, das? Nein. Bitte, ne? Aber es waren ja auch Leute jetzt im Trio. Ne, also das waren natürlich Jungs, die bis jetzt, mit denen ich letzte Zeit immer gespielt habe, Mike Hamann und Christian Kussmann. Wir haben dann einen Tag Studio gemietet und die haben das gnadenlos reingenagelt. Ne? Ihr drei dann quasi so die Basic. Genau, also ich hatte schon meine Parts fertig, ich habe nur so gesessen und... So Leute. So, ne? Genau. Nochmal. Nein, das war... großartig, grandios, zack, reingenagelt. Und die restlichen Titel sind so entstanden, ich wollte unbedingt den Wim de Vries am Schlagzeug haben. Und dann für zwei Titel hat er, Gott sei Dank Zeit, hat er angetrommelt. Dann der Stefan Schöppe, der hat auch bei der ersten Platte komplett gespielt für einen Titel, für Be Strong, weil er da so richtig so abgeht, ne? Strong. Double Bass. Ne? Und dann, wer war das noch? Wim de Vries, habe ich schon gesagt. Friedrich Roppel. Also Fritz hat Roppel, Fritz, ja. Genau, ich wusste nicht, dass er Friedrich heißt. Wusste ich auch nicht. Genau. Ich kenne ihn nur als Fritz. Hat er gespielt, großartiges Solo beigesteuert. Fredle Solo, ne? Ja, Fredle Solo. Welcher Titel war das denn noch? Das ist Nachtgespräch. Da gibt es doch Nachtgespräch. Da gibt es auch eine Geschichte, genau. Zu, gell? Kann ich auch ganz kurz erzählen. Das ja, dann, so dann hören wir nämlich da mal rein, weil das fand ich auch sehr grandios. Genau. Wir haben dann mit meiner Frau, also drei Kinder, und die sind jetzt schon aus dem Haus. Und ne, wenn man keine Aufgabe hat mehr, ne, dann guckst du die an, ne? Oder sie mich. Und dann gehst du los. Da musst du halt von vorne sich, ne, wie sagt man, zusammenfinden, zueinander finden. Und das war so ein bisschen, hat geknistert. Ne? Und dann gab es so ein ganz langes Gespräch, bis eben tief in die Nacht. Und das Lied, quasi, das ist ein Lied. Man kann so eine Melodie hören, Strophe, Refrain, Intro. Ne, so. Und da dieses Gespräch kannst du halt ja so. Okay, dann hören wir jetzt mal eurem Gespräch ein bisschen zu. Nachtgespräch.
Also wir haben schon gesagt, positiver Ausgang, ne, des Gesprächs. Ja. Das war auf jeden Fall klar. Aber jetzt hast du gerade gesagt, ja, das haben die Jungs ja zu Hause aufgenommen, also das war jetzt genau. So verteilt. Also und dann kam alles irgendwie bei dir zusammen und was dann? Genau. Dann sitzt du da die, und hast ja, ich habe jetzt alles sortiert, Files. Alles durchgehört. Ein paar Sachen muss man zum Beispiel, der Wim hat dann ein paar Sachen neu gemacht. Das ist normal, ne? Und dann hat man die ganze Projektspur, ne? Ich habe das alles gesammelt und bin ich natürlich zu Hansa Studio gegangen. Zu Ach meinem so, Freund ja. Manfred. Manfred Zmarsli. Zmarsli, genau. Ein Riesendank an Manni, an deine Geduld. Genau, und er hat dann angefangen rumzuwurschteln, sagt er. Ne? Also du hast dann hier so Container, hier sind ja, die Tracks. Ja, weil ich also selber mischen kann ich nicht. Ja. Also ich habe nicht diese Know-how und nicht diese Ohren, ne? Sonst ist das nachher, die Gitarre ist einfach viel zu leise, ne? Genau, und Manni hat wirklich tolle Arbeit gemacht, finde ich. Und wir hatten teilweise bis zu 8 Mixe pro Titel. Das war anstrengend, zum Schluss. Ihr wart dann beide froh, dass irgendwann fertig war. Ja, 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 wir waren alle zufrieden. Weil, was ich bei dem super finde, man lernt wirklich, eine Entscheidung zu treffen, ne? Da gibt es ja, vielleicht, ja. Da hat er so einen Stock hängen. Igor, ja oder nein? Und komm mir nicht mit dem vielleicht. So, das heißt, nein. Okay, von vorne. Aber du hast ja gerade schon gesagt, dann haben die ja teilweise die Leute dann nicht nur, hier ist meine Keyboard-Spur oder meine Trompetenspur oder sowas, sondern haben die dann, weiß nicht, 8 Versionen geschickt, such dir was aus. Das ja. Ist ja dann auch schwierig. So, was nimmst du denn jetzt? Und im Zusammenspiel mit, sag ich mal, einer Gitarrenspur, wo es vielleicht auch 3 Versionen gab, da musst du ja irgendwo musst du eine Entscheidung treffen. Genau, man muss die Entscheidung treffen, genau. Und das hat total Spaß gemacht. Also, die waren alle durch die Bank, großartig. Alle haben sich wirklich viele Gedanken gemacht und einfühlsam gespielt. Das finde ich, und das hört man auch. Ja. Genau, weil ich höre das nicht nur von Musikern, sondern von meinem Heizungsinstallateur meinte, Igor, ich höre das immer, wenn ich unterwegs bin. Und das hat ja so freut mich. Und das wollte ich auch damit erreichen. Nicht nur reine so Musikerplatte, so, das vielleicht doch ein bisschen, ich weiß nicht, ich vergleiche das mit, wie man Movie macht. Ne? Mhm. Ich habe ja, also übrigens, Scott Henderson hat so jetzt eine neue Platte rausgebracht. Ne? Und so ein Interview habe ich reingehört. Und er sagte, anscheinend bei dem ist, Live ist komplett andere Geschichte. Das spielt er so wie irgendwie, wie es klappt halt, ne? Und wenn der Produktion macht, dann macht er wie so ein Movie, meint er. Sonst halt mit allen Facetten. Und das wollte ich auch. Ich wollte das nach 5 Jahren, wenn man das nochmal heranhört, schön immer gemacht. Noch, immer schön noch. Gemacht. Ne? Das hat wirklich, ne, Spaß gemacht. Das so wollte ich halt. Aber jetzt ist die Platte Gefühl. Rausgekommen letztes Jahr. Im jetzt bist du ja immer noch in dem Modus, ich verstanden habe, auch so ein bisschen das ne, zu promoten, wie du jetzt hier bist, die Geschichten zu erzählen. Auch in den, du hast ja einige gute Rezensionen schon in Zeitungen gehabt. Ja. Das heißt, das ist so der Status, weil das jetzt live zu spielen mit so viel, wahrscheinlich dann so viel Leuten mit Bläsern, wird es wahrscheinlich auch schwierig dann. Ne? Das wird also sagen wir so, hier ist ja, das sind ja komplett Saxophon-Section und Trompeten, das kann ich ja nicht halt leisten, aber sagen wir so, wenn ein Veranstalter sich findet, der das ja, mal so, live hören möchte, genau, dann kann man sich natürlich in entweder einem Quintett mit einem Saxophon und Pianisten oder man vielleicht mit 3 Bläsern und so etwas volle Besetzung, Trompete, Saxophon und Posaune eben in dem Fall, kann man schon was machen. Ne?
Das hat zum Beispiel Emanuel Stelle auch gemacht. Ich habe ja schon mitgemacht. Es war Aufwand, ne? Man muss alles parat haben, weil Zeit für die Proben haben die alle nicht. Das ist quasi, wie sagte ein Freund, gut vorbereiten. Ein sagte, Proben sind überschätzt. Ja. Und hier sind die Noten. Spielen. Ja, einfach und dann auf die Bühne wird dann... Das habe ich auch mal gehört von, ich glaube, Rüdiger hatte das mal erzählt, wenn du so gebucht wirst irgendwo, wie der Big Band oder so, da gibt es keine Proben. Da kommst du hin, kriegst das da hingelegt, hast du 10 Minuten Zeit, dir das anzugucken und dann 1, 2, 3, 4. Naja. Das sind ja so Profis. Profis, genau. Muss man schon halt. Aber du hast ja eben schon gesagt, auf der Platte haben es ja gar nicht alle Titel geschafft, ne? Nee. Das heißt, du hast jetzt schon eine ganze, nicht nur ein oder zwei Titel, sondern wie viele waren es, wo du jetzt schon gesagt hast, diese haben sie gar nicht irgendwie auf die Platte geschafft. Also 4 bis 5 Titel noch. Also steht noch außen. Wir müssen noch quasi, die haben wir auch teilweise schon im Trio. Die habt ihr auch schon aufgenommen quasi. Nee, also im Trio gespielt, aber die sind erstmal bei mir in dem Rechner programmiert. Als Playalong. Genau. Aber da liegen die jetzt erstmal oder hast du schon was im Kopf dafür? Also ich habe im Kopf ganz andere Sachen, interessanterweise. Meine Tochter bettelt schon seit 6 Jahren um eine CD. Ach so. Ja, also die Lisa. Wir betteln ja auch schon seit wie vielen Jahren? Betteln nicht. Das Weihnachten hier, weil ihr macht ja schon seit wie vielen Jahren, irgendwie kommt immer euer gemeinsamer Weihnachts... Seit 2000 glaube ich... Einige Jahre, ne? 16 oder so nehmen wir immer... So ein Weihnachtsding auf. Weihnachtslied. Facebook. Wir haben gerade, bevor wir hier den Talk angefangen haben, gesagt, komm, lass uns mal frühzeitig planen, ob wir nicht dieses Jahr mal was hinkriegen für übrigens, Weihnachten. Aber sie macht ja auch Musik, glaube ich, macht auch, spielt auch in, singt in der Band. Nein, Lisa ist jetzt Mutter geworden und, ja, jetzt ist erst mal und singt. Es ist, singen ist ihre Ventil. Sie muss singen, damit sie sich besser fühlt. Das heißt, zu Hause singt sie immer. Also das, damit sie sich besser? Ja, das, ich meine, keine Ahnung, zum Beispiel, ich muss immer Vormittag oder erstmal Gitarre spielen. Ja, ja. Halt für mich eine Stunde, ne? Damit ich so ein bisschen so... So, jetzt bin ich... Genau, jetzt ist Jod. Eingenordet. Ne? Jetzt ist Jod, genau. Und das ist bei ihr auch so, genau. Aber übrigens, die singt hier auch ein Lied. Ach so, ein tatsächlich? Lied, genau, bei dem Samba, Suddenly Autumn. Den habt ihr auch bei uns gespielt, ne? Ja, die haben auch gespielt, genau. Suddenly Autumn und da singt sie die Melodie auch mit. Ja, das, okay, da müssen wir aber jetzt, das können wir jetzt ja nicht so stehen lassen, oder? Kommt ja, Suddenly Autumn. Weißt du warum, Suddenly Autumn? Weil nee, in Deutschland, also, Jahreswechsel ist plötzlich passiert. Weißt du so? Also, so, wie da, plötzlich, so, ist das, so ist das aber hier, also das, ich weiß nicht, ob es überall so ist, aber so ist es in ja, unseren aber, Regionen, das ist es so, für einen Tag ist plötzlich Herbst und dann ist genau. Winter. Und das war dann so, dachte ich, puh, hey, alles Yelp. Und dann kam diese Melodie rein, also dieses Suddenly Autumn. Da singt sie Lisa. Aber sie singt, bei uns habt ihr es ja noch instrumental gespielt. Kam der Text und der Gesang dann später erst dazu? Oder war nein, das immer singt, schon so? Nein, die singt nur die Melodie. Ach so. Die singt obendrauf, so, das muss man auch genau zuhören. Suddenly Autumn. Genau, wunderschön Intro von Christian Kussmann, Daniel Kögel, Mike Hamann. Kennst du noch, ne? Thank you.
Deine Tochter, aber was kommt denn da? Was hat sie denn vor? Kannst du da schon was sagen? Weil du sagst, ja, sie hat da kommt jetzt was. Ach ja, ja, wir haben eigene nicht? Songs, die sind einfach akustisch erstmal so. Wir haben dann erstmal für uns, ich habe das halt notiert als Liedsheet, so damit man dann erstmal hat. Ne? Und das möchte ich jetzt aufnehmen. Weil erstmal, ne, schon seit 6 Jahren, wann? Ne? Naja, aber... Einfach machen. Also das genau. Ist jetzt quasi das nächste, in Anführungszeichen, Projekt. Solange du jetzt noch das Album so ein bisschen promotest. Ja, das ist erstmal so die Pläne. Genau. Mal gucken, was da so kommt. Aber wir haben ja irgendwie... Ihr habt jetzt auch gespielt, ne? Im Trio auch oder auch in dem... Also letztes Jahr haben wir auch gespielt. Wir haben in Gottesberg gespielt. Bei dem Stadtfest... 2.0 hieß das, oder Stadtmusik 2.0 in Gottesberg. Letzte Zeit habe ich wirklich nicht so viel gemacht, weil erstmal, wie soll ich sagen? Ach so, die Platte war sehr teuer. Jetzt musst du erstmal Unterricht und. Ich bin jetzt mehr mit anderen Formationen unterwegs. Und jetzt als Großvater. Ach, ja, genau. Wirst du da gebucht, irgendwie so hier? Ja, klar. Noch heute Tage. Morgen. Heute Morgen noch. War ich spazieren. Also ist das Einnahmequelle? Damit kannst du ja die Platte bezahlen. Wirst du dann nach Stunde bezahlt oder ist das Familiendienst? Familiendienst, ja, das weißt du doch. Auch gut. Großvater, genau. Opa. Opa mit der Gitarre. Ja, ja. Ja, sehr gut. Rock'n'Roll Opa, ne? Ja, Rugby. Aber. Hör mal, so Geschichten wie du hast... Da kann ja jeder Enkel oder jede Tochter oder jeder Sohn froh sein. Solche Geschichten, Lebensgeschichten, Entwicklung, Musik und irgendwie Freude und Leid und ist alles drin. Ne? Also ja, das ja. Ist ja schon, volles Programm. Was du zu erzählen hast, volles Programm. Beeindruckend. Also die Musiker, kann ich die noch irgendwie, oder wie kann wen man... Wen haben wir denn jetzt vergessen? Ja, im Kussmann, wir haben noch viele vergessen. Christian Kussmann hast du noch gesagt, wir hatten den Fritz Roppel, im De Vries. Die Bläser hast du gesagt. Genau. Also deine Tochter. Lisa Lazarev, genau. Und wir haben noch James Morgan, hat Bass gespielt bei Be Strong. Dann wir haben noch Klaus Schulte, hat beim It's Not Over Schlagzeug gespielt. Dann waren noch. Wir haben noch Vika Lazarev, die hat ein Cover gemacht, meine Tochter, jüngste. Genau, Familienbetrieb. Ne? Und Manfred Zmasli hat Mixing und Mastering. Mix gemacht. Genau, genau. Wir haben sonst, ja, Waldemar Leschkowski. Große. Ja, Waldemar. Also viele, viele Bonner. Also ja, viele Bonner, genau. Und also quasi Jungs, mit denen ich schon habe ich ja gesagt, paar Mal gespielt habe. Viele Leute, genau. Irgendwie, mit denen du ja schon auch unterwegs warst. Aber wirklich großartige Instrumentalisten mit viel Einfühlsam und Empathie gespielt haben. Das wirklich an alle ganz herzlichen Dank. Unfassbar. Ja. Und das hört man wirklich. Und dir herzlichen Dank für diesen tollen Einblick. Schon vorbei? Wir können ja jetzt noch Stunden weiter erzählen, glaube ich. Ne? Also ich glaube, wir müssen noch mal über diese Idee nachdenken, dein Leben, die Geschichte zu verfilmen. Das gefällt mir immer besser. Die Igor Lazarev-Story. Das Wichtigste hat er noch gar nicht gehört. Oh Gott, was kommt jetzt? Über den Opel, wo wir im Opel gewohnt haben. Wo habt ihr gewohnt? Im Opel Rekord. In Düsseldorf. Hier. Zu dritt. Am Anfang waren wir zu viert. Der vierte Mann hat das Ganze nicht ausgehalten. Ist zurück, oder was? Ja, ist dann abgehauen. Wollte nicht mehr. Und, also wieder zurück nach... Nach Russland, genau. Und in Köln wurden wir tatsächlich bepresst von den Russen wieder. Wir sollen vor dem Regen in die Traufe. Also der Russen waren wir geflohen, ja, genau. Und hier waren die Russen-Gangs wieder da. Und die zwei Kollegen, wir wurden heimlich eingeladen, auf einen Geburtstag zu spielen. Und die Jungs haben dann einen Kiefer gebrochen, der andere Nase gebrochen. Also wir müssen quasi uns aus Köln verdrücken. Und mit diesem Ziel haben wir Opel gekauft. Wir haben unsere Kohle zusammengeschmissen und in Düsseldorf, Quatsch, in Koblenz Opel Rekord Orange gekauft. Hatte keinen Führerschein. Und in dem Auto haben wir gewohnt. In Düsseldorf
vor dem Jugendherberger standen wir. Echt? Ja. Auf dem Parkplatz? Und genau. Und morgens gehen wir zu Jugendherberger, ne, so Katzenwäsche. Und dann wieder in die Stadt. Spielen und dann wieder in den Opel rein. Und das haben wir so irgendwie 4 Monate gemacht. Also jeden Morgen so. Also jeder einer auf der Rückbank und zwei vorne. Ich war auf der Rückbank und die Jungs vorne so mit Bier. So war dann die Geschichte, genau. So. Und dann ging es nach Bonn? Also in der Zwischenzeit, Düsseldorf. Meine Frau hat uns, also wir hatten quasi, das ist eine andere Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben. Es ist wiederum, es sprengt die Zeit. Also Andrea, die hat gesehen, wie der Albert, Freund von uns, spielte Knopfakkordeon und improvisierte ein bisschen The Shadow of You, Smile, na, dann so spielte er so ein bisschen Solo, ne? Und ich fand das toll und meinte sie dann so, ja, irgendwie hat den eingeladen, meinte, ja, ich habe noch 3 Typen mit, also ich habe noch dabei, meinte, ja, bring doch alle mit. Da hat sie uns dann so, wir haben uns verabredet um 16 Uhr am Friedensplatz in Bonn und wir so, Was geht hier ab? Nee, wenn wir jetzt da ankommen und unsere Schuhe ausziehen, ne? Wir brauchen frische Socken, das geht. Dann haben wir beim C&A so Packung irgendwie Socken gekauft. Ja, weil ich meine, du bist ja die ganze Zeit auf der Straße, ne? Und wir mit den Socken dahin, so, ja, hallo. Ich meine, du kannst ja nicht sprechen, ne? Wie habt ihr denn euch sprachlich? Ich habe da irgendwie durchgeschlagen. Der Albert hat so a little bit, sagte immer Englisch, so, hallo. I am Albert, so, ne? Und dann erstmal Pause. Ne? Und dann, die Andrea hat uns, die hatte damals ihre Praxis, Physiotherapie, auf der Innerlicher Straße. Und da in der Praxis meinte sie, ja, hier ist eine Toilette, hier ist eine Küche, könnt was essen machen. Und dann sie, also ich habe dann angefangen zu kochen sofort, dachte ich, ja, so Zwiebelchen, Kartoffelchen, ne? Mettwürstle. Und Andrea hat ihre Freunde angerufen. Und es gab danach eine Riesenparty. Und meinte so, hey, ich habe hier Russen, komm. Und dann waren wirklich viele Menschen, dann sind gekommen. Es gibt sogar eine Audiokassette, wo ich und alle nur Russisch reden, ne? Und spielen unsere Volkslieder, ne? Aber für uns war das wirklich wie ein, ich meine, das war wie ein Segen. Wir hatten erstmal Freibier, ne? So, was zu essen, ne? So. Und jemand war einfach nett zu uns. Das war einfach ganz toll, also menschlich gesehen. Und ab diesem Abend gab es so ein Connection. Andrea hat gesagt, ihr könntet mir eure Wäsche vorbeibringen, ich kann das waschen. Und wir haben das gemacht. Wir haben dann so Säckchen abgegeben und dann wieder abgeholt, schön gefaltet. Ne? Also so ein Samariter, ne? So kann man sagen. Ja, ein bisschen, ja. Und so ist diese Verbindung dann entstanden. Und irgendwann bis ich glaube, ich und sie dann verstanden haben, dass wir was füreinander empfunden haben. So. Ich so... Aber dann sprachlich war da null. War noch Hürde. Das ist total Wahnsinn, witzig. Ne? Genau, also, und dann im Dezember Hochzeit, ne? Die russische Verhältnisse. Ne? Also, aber was ist denn, da wart ihr aber zu dritt unterwegs, was ist denn mit den Die sind wieder abgereist. Ach, da gab es wieder eine interessante Geschichte. Ich habe 1995 in einer Coverband gespielt, in Aachen, 6 Jahre lang. Und bei diesem Keyboarder haben die gewohnt. Das wusstest du aber nicht. Nee. Und dann erzählte mir über so 2 Russen, sag ich, wie heißen die denn? Albert und Sergei. Oh. Ach, du warst auch mit denen. Du kennst diese Alkoholiker. Das waren nur Flaschen, ne? Nur Flaschen. Aber habt ihr heute noch Kontakt? Oder nein, es ist hat sich so einfach aus der Welt. Aus genau. Unterschiedliche Wege, wie das so manchmal. Ja, genau. Das ging. Aber auch. Sind die noch in Deutschland? Oder nein, die sind in Russland alle. Wieder zurückgegangen. Genau. Der Albert hat sich so ein bisschen anders entwickelt. Ist dann, glaube ich, letztes Mal 2005 habe ich für ihn ein Visum bestellt. Und er hat hier dann alles versoffen, leider. Ne? Was er hier verdient hat. Dann alles versoffen. Also diese ganzen Klischees, die wir so kennen mit Russen. Und teilweise, bei manchen stimmen, genau. Alles nur, es ist noch viel schlimmer wahrscheinlich. Naja, gar nicht so lange her, war ich auch so ein bisschen so unterwegs. Das klang jetzt so. Aber das
Ey, was eine Lebensgeschichte und was für tolle Musik irgendwie, die das auch noch erzählt und die in jedem Song irgendwie noch so eine Geschichte hat. Und soll man denn jetzt vielleicht, du hast eben gesagt, jetzt immer irgendwie dann sind wir da, glaube ich, abgebrochen von dem Grenzenlos, du wolltest du eigentlich die Story erzählen. Ach, Grenzenlos. Und die wäre dann nochmal so ein, wäre das so ein Abschluss? Also Grenzenlos ist für mich, ist so entstanden, ich... Also dieses Motiv, also von der Gitarre. Also ich fahre oft mit dem Fahrrad zum Unterricht. Und wenn du morgens am Rhein fährst, da fühlst du dich wirklich frei, ohne Grenzen. Und dieses Gefühl, was ich hier quasi in Köln oder in Bonn am Rhein erlebe, das ist für mich grenzenlos. Und dafür bin ich dankbar. Und es ist schön hier, also ich fühle mich wohl. Es läuft nicht alles rund, es ist normal, manchmal so, manchmal so. Aber ist im Allgemeinen ist es fühlt sich gut an. Also für mich persönlich. Mhm. Und dafür bin ich dankbar und so an Menschen, die das machbar gemacht haben. Ja, aber das ist doch dann ein wunderbarer Abschluss von einer tollen Geschichte und einem tollen Album. Vielleicht, dann hören wir da als Schluss irgendwie Ausklang mal rein. Wenn man jetzt Interesse hat und sagt, Album, her damit, soll man dich direkt anschreiben? Blenden wir eine Internetadresse ein oder genau. Gibt es einen präferierten Shop oder was? Auf flatterif.de gibt es. Flatterif.de? Genau, flatterif.de. Eingeblendet, gibt, da geht ihr hin. Zu bestellen bei mir oder bei. Igor, her damit. Genau, bei Time Zone Records kann man das auch bestellen. Wirklich sehr nette Menschen arbeiten da. Kleine Label in Osnabrück. Und wirklich, wenn man da anruft, also mich als Spotify-Laie, also. Leiten die mich dann so durch die ganzen Dschungel, was da so gibt, geh dahin, mach das und das. Wirklich sehr nett. Also nur, oder ich meine, Streaming bringt ja nichts. Ne? Ja, brauchen wir jetzt aber, glaube ich, gar nicht genau. Groß. Aber trotzdem nett, wenn man so Zuhörerzahlen sieht auf dem Spotify. Aber ich meine, das ist ja jetzt auch ein Grund mehr, wo du gesagt hast, also die Familie hat auch noch das Cover gemacht. Tochter hat gesungen. Bisschen Informationen, wer wo mitspielt, ne? Ist auch noch drauf. Also auf jeden Fall... Also wenn es geht, ich würde noch alle noch mal nennen, alle so im alle noch mal und Special genau. Thanks an die ganze Musiker. Klar, wir lassen die Musik laufen. Genau. Und du sagst noch mal genau. Und ihr kauft die Platte und seid beim nächsten Mal wieder dabei beim Interview, beim Jam, was auch immer. Ja. Dir vielen Dank. Die Jungs haben das verdient wirklich, was die machen. Das ist unglaublich. Danke. Danke dir. Danke euch. Und jetzt sagen wir grenzenlos und das stimmt natürlich am Rhein. Danke euch wirklich, dass ich hier sein durfte. So, jetzt alle Musiker. Genau. Ich wirklich bin überall dankbar und begeistert und überwältigt von allen, die mitgemacht haben. Und von dieser Stelle ganz herzlichen Dank an Mike Hamann, Christian Gußmann, Stefan Schöppe, James Morgan, Fritz Roppel, Wim de Vries, Daniel Kögel, Antai, Antoine Collin, Lisa Lazarev, Klaus Schulte, Wadimar Leczkowski, Oleg Jakoschow, Vika Lazarev für das Design und Lisa Lazarev hat mir gesagt, Vika Lazarev, Manfred Smansli für deine Geduld. Ihr seid großartig. Danke, Jungs.